Gleichwohl ist es für jemanden, der ein frischer Absolvent ist, auch spannend und interessant, weil man nicht sofort von so einer Welle von Zuständigkeiten überrollt wird. Über die Reha-Klinik halten sich Vorurteile hartnäckig. Zeit, damit aufzuräumen. Denn die Arbeit dort ist gerade für junge Ärztinnen und Ärzte interessant. Welche Vorteile dich in einer Reha-Klinik erwarten, erfährst du in diesem Video. Also da ist aus meiner Sicht nicht sehr viel dran. Es ist ein sehr moderner Arbeitsplatz in der Reha-Klinik. Und es ist zudem so, dass man eben halt doch viel Zeit auch mit den Patienten dort verbringen kann. Und auf der anderen Seite ist es eben halt so, dass die Tätigkeit in der Reha eine sehr ganzheitliche Tätigkeit ist, weil wir den Patienten eben halt in multiprofessionellen Teams betreuen und eben halt auch nicht nur die rein medizinische Situation des Patienten immer vor Augen haben, sondern auch viel um die Sozialmedizin bemüht sind und eben halt auch um die soziale Situation des Patienten. Also die Tätigkeiten in der Reha-Klinik sind eher planbar, wenn man das mit dem Akutbereich vergleicht. Wir haben, sage ich mal, Anreisen, die auch teilweise über Wochen oder Monate vorher schon geplant werden. Wir haben überschaubare Belegungszahlen. Die Kliniken sind immer gut gefüllt, aber das ist eben halt so, dass wir einfach unsere Wochenabläufe gut kennen und dementsprechend halt uns auch gut organisieren können. Also für mich persönlich war es auch ein großer Anreiz, zum Beispiel jetzt vor kurzem erst zur Rentenversicherung zu wechseln, weil ich auch einen Tag im Homeoffice in der Woche arbeiten kann. Es gibt bei mir auch in dem Arbeitsbereich häufig Dinge, die einfach am Schreibtisch kontinuierlich absolviert werden müssen. Und da ist einfach so ein Tag, an dem man wirklich auch mal zu Hause im Homeoffice arbeiten kann, Gold wert. Wenn ich nicht in der Klinik arbeite, kümmere ich mich dort zum Beispiel um Konzeptarbeit, um das Lesen von Entlassberichten. Das ist auch so ein bisschen der Unterschied zwischen der Akutklinik und der Reha-Klinik. Wir müssen in der Reha-Klinik etwas größere Werke verfassen als in der Akutklinik. Und dafür brauchen wir eben halt auch feste Zeiten in unseren Wochenplänen. Und das ist zum Beispiel auch das, was wir dann den Mitarbeitern anbieten können, dann eben halt für solche Tätigkeiten auch mal einen halben Tag ins Homeoffice zu wechseln oder eben halt auch einen festen ganzen Tag im Homeoffice zu haben. Der Arbeitsalltag ist strukturiert. Das heißt, wir haben relativ viele Besprechungen in den interdisziplinären Teams. Wir müssen schauen, dass wir die Patienten gut ankommen lassen. Wir müssen aber auch relativ bald Entscheidungen treffen, was zum Beispiel die berufliche Zukunft der Patienten anbetrifft. Und somit brauchen wir eine ziemlich enge Besprechungskultur, einfach um immer so an den Patienten dran zu bleiben. Der Patient wird auch eingebunden in diese Besprechungen. Und so ist die Woche eben halt gegliedert. Aufnahmen, Entlassungen, Visiten. Das, wie man das so kennt, aber eben halt häufig auch in interdisziplinären Teams. Bei uns in der Reha-Klinik von der Deutschen Rentenversicherung ist es so, dass wir Patienten behandeln, die alle noch irgendwo im Erwerbsleben stehen. Und da ist es eben halt auch so, das Durchschnittsalter des Rehabilitanten ist so um die 50 Jahre. Und es gibt aber, sag ich mal, beide Enden, je nachdem, wenn jemand zum Beispiel aus einem operativen Setting kommt, wenn irgendwo ein Knie neu gemacht worden ist oder eine Hüfte, dann können die Patienten natürlich auch schon mal jünger sein, je nachdem, oder ob es auch Unfallfolgen sind. Und ansonsten ist es so, dass ja heutzutage viele Menschen auch bis 65 oder 67 arbeiten müssen. Und gerade auch diese Patienten häufig, bevor dann sozusagen die letzte Strecke Richtung des Rentenalters auch erreicht ist, dann eben halt häufig auch nochmal in die Reha kommen, um die Akkus und auch, sag ich mal, die Ressourcen nochmal aufzutanken. Ja, da kann ich vielleicht ganz zu Anfang nochmal so meine eigene Erfahrung schildern. Eine meiner ersten Klinikstellen war in der orthopädischen Rehabilitation und damals war ich noch relativ frisch aus dem Studium und habe mich gewundert, was es da für tolle Berufe gibt, nämlich zum Beispiel die Ergotherapeuten, die mit den Patienten ganz intensiv und auf verschiedenen Ebenen zusammenarbeiten können. In der orthopädischen Reha, meine Klinik jetzt hat zum Beispiel Orthopädie und Psychosomatik, ist es so, dass sehr, sehr viel funktionelle Therapie zum Beispiel in diesen Berufsgruppen stattfindet, aber in der Psychosomatik sind die auch co-therapeutisch tätig und dementsprechend ist es immer ein Team aus der Pflege, das sind diejenigen, die die meiste Zeit
um und bei dem Patienten verbringen, sage ich mal so. Die Psychologen sind ein großes Team bei uns immer, weil die die konkrete Patientenversorgung neben den Ärzten auch machen. Und dann haben wir eben halt Ärzte, Physiotherapeuten, Sporttherapeuten. Also das Bild ist sehr bunt. Also tatsächlich, diese Zeit in der orthopädischen Reha, die ich so ganz am Anfang von meinem Werdegang gemacht habe, die hat mich sehr geprägt. Danach habe ich irgendwann im Laufe der Zeit auch die sozialmedizinische Zusatzbezeichnung erworben. Und letztlich bin ich eigentlich jetzt Sozialmedizinerin mit Herz und Hirn sozusagen. Es hat einfach was mit den individuellen Interessen zu tun und ich glaube auch so ein bisschen auf, wen man trifft im Laufe seiner beruflichen Tätigkeit, ob jemand das auch für einen attraktiv und spannend gestalten kann. Und das ist auch so unsere Idee in den Kliniken, die Fort- und Weiterbildung möglichst strukturiert, aber auch inhaltlich auf einen ganz neuen oder neuesten Inhalt zu vermitteln. Bei mir selbst ist es ein bunter Weg gewesen. Ich habe erstmal ganz normal in psychiatrischen Akutkliniken gearbeitet und bin dann aber tatsächlich von dort aus, ich habe lange Zeit im suchtmedizinischen Bereich gearbeitet, als erstes dann in die Suchtreha gekommen und von da aus dann eben halt an verschiedene Positionen in der Reha-Medizin. Ich finde diesen ganzheitlichen Aspekt nach wie vor ganz wichtig und man ist doch mit dem Patienten eine längere Zeit zusammen, als er jetzt zum Beispiel in der Akutklinik ist. Wenn ich mir das angucke, wir haben viele Patienten zum Beispiel psychokardiologisch betreut auch. Da war es so, dass die Patienten aus den Akutkliniken relativ schnell in die Reha-Kliniken kommen und noch gar nicht in irgendeiner Weise gefestigt sind in Bezug auf ihre neue Lebenssituation nach einem größeren Eingriff am Herzen zum Beispiel. Und wir begleiten die dann eben halt so lange, bis das eben halt jemand vielleicht auch angstfrei sich wieder in der Klinik bewegen kann, entsprechend wieder das Vertrauen in den Körper gewonnen hat. Und es ist aus meiner Sicht einfach eine andere Form der Betreuung als in der Akutklinik. Die ist auch ganz wichtig, ne? Weil davon leben wir ja auch dann. Aber es ist eben auch nachhaltiger, hoffe ich einfach dann. Also eben weil man da auch sieht, was passiert anschließend zum Beispiel mit dem Patienten, wenn ich den zuerst in der Klinik betreut habe, dann weiß ich ja unter Umständen gar nicht, wie ist das Outcome, wie wird der Patient irgendwann auch vielleicht wieder gesellschaftlich oder beruflich integriert werden. Und gerade dieses Thema der beruflichen Integration ist ja doch ein ganz wertvolles für den Selbstwert, für die Struktur, die man auch so braucht in seinem Alltag. Und das ist eben halt das, was in den Akutkliniken so gar nicht stattfindet. Also ich glaube, dass man so rundum unheimlich viel lernt, was der Patient auch noch an Hilfen zum Beispiel in Anspruch nehmen kann, dadurch, dass man mit dem Sozialdienst auch eng verknüpft ist. Weiß man, was kann anschließend für eine Nachsorge passieren? Was gibt es auch für Hilfen, sag ich mal, in den sozialen Diensten außerhalb? Und das ist einfach so dieser ganzheitliche Blick, der einen vielleicht auch dann später für eine Tätigkeit als Allgemeinarzt, ne, gut vorbereitet, dass man diese Netzwerke schon mal kennengelernt hat. Also ich glaube, dass es manchmal gut ist, wenn man erstmal ein bisschen akut Erfahrung schon gesammelt hat. Meine persönliche Erfahrung ist, dass häufig Kollegen auch dann zu uns kommen, wenn sie schon einen fortgeschritteneren Anteil der Weiterbildung absolviert haben und dann eben halt, weil wir so strukturierte Arbeitszeiten haben, weil es bei uns eben halt doch im Vergleich zur Akutklinik relativ entspannt ist, dann manchmal so die letzten Jahre in Richtung der Facharztprüfung in der Reha-Klinik dann auch verbringen. Das ist so meine Erfahrung und ich glaube, dass das ein ganz guter Weg ist. Gleichwohl ist es für jemanden, der ein frischer Absolvent ist, auch spannend und interessant, weil man nicht sofort von so einer Welle von Zuständigkeiten überrollt wird. Es ist eben halt doch sehr genau definiert, wer für welche Tätigkeiten zuständig ist und da findet dann nicht so eine schnelle Identitätsdiffusion irgendwie statt, wie vielleicht in der Akutklinik.